Ardha Padma Setu Bandhasana ist die Brücke, auch Schulterbrücke genannt, im halben Lotus. Von der Rückenlage beugst du die Knie, du hebst das Becken hoch und so bist du in einer Variation von Setu Bandhasana. Jetzt hebe ein Bein hoch und gib das Fußgelenk in die Hüftbeuge. Und dann kannst du entweder die Handflächen am Boden halten, das Becken heben, oder du könntest auch den Rücken unterstützen mit den Händen und dann probieren, das gestreckte Bein oder das vordere Bein immer weiter auszudehnen, auszustrecken, während der Fuß im halben Lotus ist. Diese Übung entwickelt die Kraft der Arme und sie entwickelt auch die Lotusflexibilität wie auch die Stärke des Beines.